Hallöchen, liebe Aussteiger und alle anderen. Lang, lang ist her. Wir haben jetzt mittlerweile schon irgendwie fast Ende November. Und es ist richtig kalt geworden. Und ich habe so einige Dinge jetzt erstmal hinter mir in der letzten Zeit. Wie unter anderem den einen oder anderen Schaden im Dach, was zu erneuter Pfützenbildung bei mir in zwei Räumen geführt hat. Und das war natürlich blöd. Mittlerweile ist das Dach geflickt. Dafür hatte ich dann ungefähr eine Woche lang fast im halben Haus Stromausfall, weil es da auch einen Kurzschluss gab in einer der Leitungen. Und das war dann natürlich auch erstmal eine dunkle Sache gewesen so, aber Strom habe ich auch wieder. Also yeah. Ja, und ansonsten bin ich jetzt mittlerweile dabei, mit so den ein oder anderen Weihnachtsvorbereitungen. Und was wir dafür jetzt hier ganz selbstversorgermäßig machen, ist, wir holen uns die Weihnachtsdeko direkt aus dem Wald, weil muss man nicht kaufen sowas, und das ist viel schöner und das ist richtig cool, weil ich habe hier so viele verschiedene Sorten an Tannenbäumen, Nadelbäumen, und da habe ich mir jetzt einfach mal eine Schubkarre geholt und bin jetzt hier dabei, mir mal so eben hier eine kleine Schubkarrenladung voll mit Geäst zu besorgen hier. Ich habe da schon mal was vorbereitet hier, wie man sieht. Ja, sind wie gesagt verschiedene Sorten. Ich weiß gar nicht, was das hier alles jetzt ist, aber ist mir auch eigentlich egal. Und naja, damit machen wir es jetzt ein bisschen weihnachtlich kuschelig. Ja, mal gucken, wie das dann wird. Ob es bald schneit. Auf jeden Fall Minusgrade haben wir jetzt nachts schon. Da haben wir noch ein paar Zuschauer. Ja, die chillen ja auch so ab so. Ja, und ansonsten gibt es jetzt nichts wesentlich Neues. Ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen, ja, da muss man aufpassen, von mir geben. Hoffe, euch geht's allen gut. Und dass der eine oder andere vielleicht sogar in richtiger, schöner Weihnachtsstimmung ist. Ich bin's auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, wie das wird. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem kleinen, labermäßigen Quickie von mir. Und schöne Vorweihnachtszeit euch allen und bis demnächst. Ja. Ciao. Erstmal die Beute des Tages, und dann werden wir mal schauen, was wir da Feines, Kreatives irgendwie draus basteln oder machen. Und dann kann ja Winter eigentlich kommen, ne? Also ja, Schlitten hier haben wir auch schon, ne? Also wir sind vorbereitet auf den ersten Schnee, und dann werden wir erstmal zeigen, was für ein Husky Lila wirklich ist, und ja, dann hoffen wir mal auf einen schneereichen Winter. Und ja, wenn das Ganze ja fertig ist mit der Deko, was ich jetzt aber erst so in den nächsten Tagen machen werde, wie gesagt, ja, also vor Dezember, wir wollen das hier nicht so früh anfangen, sonst ist es ja auch nichts Besonderes mehr. Und dann werden wir mal schauen, wie es aussieht, und das zeige ich euch dann bestimmt auch. So, und bis dahin ist jetzt erstmal hier Schluss und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss.